Entschuldigung, wo sind wir hier eigentlich? Weiß ich nicht. Und damit recht herzlich willkommen zurück zum Fernbus-Simulator hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zengis. Ja, der Fernbus-Simulator, wir sind weiterhin unterwegs auf unserer Strecke nach Berlin über Braunschweig, was jetzt schlanke 225 Kilometer weit weg ist von uns. Eigentlich ein bisschen weniger, aber wir müssen ja einen Umweg fahren wegen Vollsperrung, wegen dummer KI, wegen einfach viel, viel Müll. Ja, so. Aber ich nix schuld, ich nur Busfahrer, ich auch schuld. Ja, okay. Ja, wie gesagt, also die letzte Folge hat es mal wieder gezeigt, die KI ist einfach, ich meine so jetzt so geradeaus fahren oder so. Wann kommt der nächste Rastplatz? Gibt keinen. Geradeaus fahren, das klappt ganz gut. So auch so eine Landstraße entlang fahren, das klappt auch ganz gut. Aber sobald ein Polizeiwagen da steht, und ich meine, ein Polizeiwagen, da sollte man eigentlich immer anhalten, dann weiß die KI nicht mehr, was sie zu tun hat. Das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Sie sehen auch den Wald vor lauter Bäumen nicht, nicht wahr? Nee. Naja, wir müssen auf Rot gefahren, ne? Ha, egal. Leute wollen ja auch ankommen, ne? Die Leute wollen auch ankommen. Das ist ja der Konflikt, ne? Können Sie mal eine Pause... Nein! Ist nicht! Zieh das jetzt durch hier! Mein Gott! So, jetzt fahren wir wenigstens durch eine schöne Landschaft. Schöne winterliche Landschaft. Der Winter hat sich ja in der Realität leider ein bisschen... Also zumindest hier, wo ich hause, Nordrhein-Westfalen... Hat der Winter ja so ein bisschen kläglich gescheitert, sag ich mal. Ich dachte, das ist ein Bus und kein Düsenjet. Na, Kombination aus beiden. Warum hier 70? Ich verstehe es nicht. Warum blinkt der da vorne? Und Villa. Wann machen wir endlich mal Pause? Überhaupt nicht. So, liebe Waldfee. Wir machen jetzt sofort eine Pause. Rasten. Okay, Rast. Ach so, nee. Sie sollten mehr auf Ihr Navi gucken. Nö, ich mache eine Pause. Ach so, Motor muss aus. So, viel Spaß beim Frieren. Könnte kalt werden, aber könnt ihr in den Wald gehen, falls ihr mal irgendwie eine Notdurft habt. So, jetzt rasten wir mal ganz kurz. So. Jetzt einmal kurz durchzählen. Was ist das eigentlich hier hinten so dunkel? Soll das so sein? Nee, eigentlich nicht. Aber ihr wolltet eine Pause, ihr kriegt eine Pause. Ich würde mal sagen, da bin ich jetzt gerade sehr konsequent. So, Freunde, weiter geht's. Ja, war doch ein schöner Rastplatz. Also ich fand den Rastplatz sehr idyllisch. Ja, eigentlich hätten wir noch ein bisschen in den Wald fahren müssen, um eine schöne Waldlichtung zu finden. Vielleicht sieht man dann auch ein Reh oder sowas. Ne? Ist ja schön immer, ein Reh sehen. Ne? Naja. So, jetzt aber weiter mit Gebrüll hier. Ja, wie gesagt, wir haben schon ordentlich Verspätung. Und die kriegen wir auch nicht mehr raus. Was für ein Seegang ist das? Habe ich auch schon gesagt, Ozeanüberquerung. Ne, Pazifiküberquerung, habe ich gesagt. In der vorletzten Folge. Ich dachte, hier darf man nicht so schnell fahren. Darf man auch nicht. Ach, Freunde. Wir ziehen halt jetzt einfach mal durch. Was standen die denn da eigentlich rechts in der Pampa? Was für ein Seegang ist das? Oh, das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Entschuldigung. Ist ja durchgezogene Linie, darf man ja nicht überholen. Ist das die richtige Richtung?
Ja. Wir nutzen nur, dass hier innen... Er fährt sich eigentlich voll gut im Gelände. Ich finde, der ist durchaus Offroad-tauglich, der Bus. Wir überholen jetzt rechts. Also ich meine... Nein. Nein. Oh nein. Controller ist aus. Ich bin das gerade nicht. Eieieiei. Jetzt haben wir uns aber... Soll das so sein? Nee, ganz bestimmt nicht. Moment, wie kommen wir jetzt raus aus der Betrouille? Nein! Freunde, das darf nicht wahr sein. Ach du meine Güte. Wenn wir es doch ganz nur von außen anschauen. Wir haben aber leichte Schräglage irgendwie. Ach du meine Güte. Alle Straßen führen nach Rom, aber diese nicht. Nee. Ach du meine Güte. Wieso ist denn auch der Controller wieder ausgegangen? Aber dass der Bus die Schräglage überhaupt aushält, ist ja schon ein Wunder. Ich meine, wenn man sich das von außen mal anguckt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, es tut mir jetzt leid für alle Leute, die... Ah. Wie weit können wir denn hier eigentlich rausfahren? Wo sind wir hier? Boah, das ist aber schon eine schöne Aussicht hier oben. Oh Gott. So, ach du meine Güte. Mir fehlen die Worte. Wie soll ich das denn jetzt erklären? Also... Entschuldigung, wo sind wir hier eigentlich? Weiß ich nicht. Es ist so. Ich meine, der ein oder andere kennt's und hat mich ja deswegen wahrscheinlich schon kritisiert, ne? Dass ich manchmal unrealistisch fahre oder so. Aber das war jetzt gerade mehr oder weniger ein Versehen und, macht sich nicht schlecht hier oben. Sieht sehr interessant aus. Naja, wir gehen trotzdem mal wieder rein. Ach du meine Güte. Geht's euch noch gut da hinten? Aber dass der Bus nicht umgekippt ist. So, und wir fahren jetzt mal hier runter. Ach du, ich hab Angst. Freunde, ich hab Angst. Ich wusste gar nicht, dass wir hier Rallye fahren. Oh Gott. So, wir sind wieder in der Stadt. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, wo lang wir jetzt fahren müssen. Ich glaube, wir sind nämlich auf gutem Wege. Ja, sind wir. Da fahren wir jetzt einfach weiter über die Landstraße hier. Ich kenne okay. Taxifahrer, die besser fahren als Sie. Also fassen wir zusammen. Das ist die schlimmste Folge des Fernbus-Simulators gewesen und ist sie auch immer noch. Ich werde jetzt einfach weitermachen. Ich werde jetzt einfach knallhart bis Braunschweig mich durchkämpfen, koste es, was es wolle. Woher kommen eigentlich diese Tiergeräusche jetzt? Also jetzt wird einfach gekämpft. Jetzt geht es auch nicht mehr hier um, ne? Sorry. Mein Nagel ist angerissen.
Sorry. Deswegen sollte man sich nicht die Fingernägel im Bus schneiden. So einfach. Viele haben immer gesagt so, ja, schau dir mal den Paluten an. Oh, Gronkh hat auch ein Video gemacht. Hast du das gesehen, ne? Boah, wie der gefahren ist und so. Und da denkt man ja dann erstmal so, also ich zumindest so, ja, es ist unterhaltsam. Es ist sehr unterhaltsam, wie die das machen. Haben Sie es so eilig? Aber ist es nötig, sowas zu machen und muss das denn sein? Ich meine, man kann ja auch ein bisschen noch das Spiel vielleicht ernst nehmen oder so ein Hauch oder das ein bisschen anders überdenken. Aber ich meine, jetzt gerade fühle ich mich dazu genötigt, einfach auch mal so zu fahren. Ja. Ich bin zu jung zum Sterben. Hui! Ich weiß nicht, ich ziehe das jetzt einfach so durch. Ich werde versuchen, ab der nächsten Folge das da wieder ein bisschen gemäßigter zu machen. Aber jetzt gerade fühle ich mich nicht dazu gezwungen, aber dazu genötigt, ein bisschen mal auszuarten. Also ein bisschen Rambazamba zu machen, ein bisschen... Ja, es macht mir teils Spaß, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie finde ich es auch selber schade, dass ich gerade hier sowas von beschissen fahre. Aber gut. Passend dazu, trinke jetzt nochmal einen Schluck Bier, aber es ist wirklich alkoholfreies Bier, muss man dazu sagen, wirklich. Nur zur Beruhigung. Als Busfahrer, ne? Also ich meine, ich habe auch schon mal Busfahrer gesehen, die hatten vorne Schnapsfläschchen stehen und so. Muss man ja auch mal was trinken, ne? Wobei jetzt gerade sieht das eher aus, als würde ich wirklich anstatt Bier hier Wodka trinken. Und zwar pur. Aber, ja. Das täuscht. Aber die Offroad-Fähigkeit dieses Busses ist echt... wahnsinnig. Also ich war echt überrascht, als man hier einfach mal kurz so aufs Gelände gefahren ist. Was für ein Seegang ist das? Und der Bus ganz smooth weiterfährt und sogar die Schlaglöcher gefühlt recht gut ausgleicht. Wald vor lauter Bäumen nicht wahr? Das ist echt Wahnsinn. Wir werden jetzt gerade von links überholt, ne? So machen wir auch den anderen Fahrzeugen noch Platz, die halt ein bisschen schneller unterwegs sind. Aber ich finde dafür, dass wir mit 100 Grad über den Acker sausen, ist das eine recht ruhige Sache. Ja, ich finde, das kann man auch mal machen. Da spielt es eigentlich gar keine Rolle mehr, ob man jetzt auf der Straße, neben der Straße oder unter der Straße geht. Vielleicht auch, vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Aber ich meine, wir können unsere 100 km/h halten. Ja. Ah. Ich wusste gar nicht, dass wir hier reinfahren. Oh oh. Ja, okay, Das tut mir jetzt leid. So, jetzt zurück zu der Straße. Ich will sowas eigentlich nicht. Ich glaube, ich weiß, was ich in der nächsten Folge machen werde. Wir wollen nach Berlin, wir fahren nach Berlin. Also, wir ziehen das jetzt in der nächsten Folge durch. Und zwar ist angerissen. Noch schlimmer als in dieser Folge. Wir werden das Ganze jetzt einfach eskalieren lassen. Kontrolliert eskalieren lassen natürlich. Ich werde mir jetzt gleich in der nächsten Folge Sie sehen ein auch Auto... Wald vor lauter Bäumen nicht wahr? Ich sehe das Schild vor lauter Schildern nicht. Ich werde mir jetzt gleich einen schnellen Wagen schnappen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Und dann fahren wir nach Berlin. Bis dahin. Tschüss, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und seid nicht allzu böse auf mich. Ach, seid einfach, wie ihr wollt. Bis dann, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Euer Zengis.